Der nächste Konkurs war dann in Büren, wo ich einen Umgang Greenjump gestartet bin und einen Umgang B90. Im Greenjump bin ich mit sehr viel Schwein, dass ich kein Revue hatte, da der Lemming die festen Sprünge sehr, sehr gut angeschaut hat, bevor er drüber gesprungen ist, konnte ich dann doch mit null Fehler ins Ziel reiten. Und Greenjump wird ja nach Idealzeit gewertet. Und ich konnte mit 2 Sekunden Abweichung von der Zeit die Spitze übernehmen und bin dann schlussendlich viert worden. Das war auch unsere erste Klassierung im Greenjump überhaupt gewesen. Und gerade so weit vorne ist natürlich schön. Im B90 hatte ich dann leider eine Stange und bin somit nicht klassiert gewesen. Gegangen ist es dann in Zoggeried, wo wir wiederum ein FM3 gestartet sind. Zu diesem Gongo muss man sagen, dass der Lemming wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob vorher, während dem Gongo oder wenn, dass er sich die Hüfte verschoben hat. An diesem Gongo ist er wirklich nicht gut gegangen. Er ist nicht vorwärts und er hat auch vor den Sprung extrem fest gebremst. Also wir haben jeden Sprung aus dem Stand genommen. Und nachher ist schon unsere Osteopathin gekommen und hat wieder alles eingerenkt. Aber eben an diesem Gongur war wirklich nicht so unser Tag. Im ersten Umgang haben wir zwar nur 4 Strafpunkte gehabt, durch eine Stange. Aber natürlich mit dieser extrem langsamen Zeit hat es nicht gelangt für eine Klassierung. Und im zweiten Umgang war es dann wirklich noch schlimmer gewesen. Und wir haben mit 3 Stangen den letzten Platz verlegt. Dann ist es weitergegangen in Schwarzenburg. Das war unsere letzte Chance, die 4. Klassierung für die Qualifikation vom FM-Final rauszutreten. Und ja, im ersten Umgang hatte ich eine Stange und war nicht klassiert. Im zweiten Umgang bin ich dann schon recht nervös und auch, ich möchte halt wirklich immer an das Final und bis jetzt hat es immer geklappt. Und jetzt war noch der letzte Umgang. Und es hatte 4 Startende. Und ich bin als Drittes gestartet und ich konnte tatsächlich einen wunderschönen Aufheller zeigen und bin in Führung gegangen. Das heisst, am Schluss bin ich zwar als Zweiter und nicht als Sieger, aber ich war klassiert und das heisst, wir können am Finale. Und ich habe mich eigentlich fast mehr über die Qualifikation gefreut als über die Klassierung an sich. Thank you.
Der nächste Konkurs war wieder ein FM3-Springen in Kinnesrüti, wo aber von der Qualifikation her schon für FM-Final 2019 zählt, wo der Konkurs nach dem Anmeldeschluss vom Final stattgefunden hat. Ja, in Kinnesrüti, ich weiß nicht, was der Lemming dort genau hatte. Er hat auf jeden Fall sehr viele Sachen sehr, sehr gefährlich gefunden. So haben wir im ersten Umgang zwei Revue und eine Stange. Resultierend 16 Punkte und letzter Platz. Im zweiten Umgang haben wir dann im Zweiphasenspringen die ersten 8 Sprünge mit 0 Punkten überwunden. Somit in die zweite Phase gekommen. Am 9. Sprung ist er dann geblieben stehen. Aber es hat tatsächlich, mir glaubt es fast nicht, für einen Sieg gelangt, weil die anderen zwei Startenden nicht in die zweite Phase gekommen sind. Konkurs war der CS Warp. Dort bin ich eine Prüfung BR90 und eine BR95 gestartet. Ja, im ersten Umgang hatte ich eine Stange und im zweiten drei. Und ja, es gibt immer Höhen und Tiefen und das war halt eher in der Tiefe. Thank you.
rechts ist ein Equipe-Springen gekommen, ein sogenanntes Nachtspringen. In der Zweier-Equipe, wo ich zusammen mit meiner Kollegin der Anaïs geritten bin. Und das Zweier-Equipe ist so ausgedreht, dass der erste Reiter, also in diesem Fall ich, die ersten 8 Sprünge nimmt und die zweite Reiter die zweiten 8 Sprünge. Und wir hatten tatsächlich beide Null. Wir waren zwar ein bisschen langsam, aber wir konnten uns auf einem guten 5. Rang klassieren. Und nach Arbeck sind wir dann auch schon auf Avanche gefahren für ein Freiberger-Finale, also sozusagen die Schweizer Meisterschaft von allen Freibergern, wo ich in höchster Stufe springen, sprich FM3, durfte starten. Leider ist es uns nicht so gut gelaufen und wir konnten uns auch im dritten Jahr nicht für ein Final 2 Durchgang qualifizieren. Wir hatten 8 Punkte, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf Lemming, weil am Final haben sie sehr, sehr hohe Sprünge und auch sehr breite Ochsen gestellt und wir hatten doch mit 8 Punkten nicht sehr viele Fehler gehabt. Ich möchte euch noch 2 weitere Starts erwähnen. Und zwar bin ich noch am Schlussspringen von unserem Verein gewesen. Dort ist zuerst eine normale Einlaufprüfung, auch mit Zeitmessung, wo alle Stufen zusammengewertet werden. Dort konnte ich den 4. Rang herausreiten. Und im Vereinspreis, wo ein Umgang mit Stechen geritten wird, habe ich nochmal den 4. Rang herausreiten mit No Fehler im Stechen. Weiter bin ich auch noch an einem Patrouilleritt, zusammen mit der Anaïs, wo ich auch schon im Equipe-Springen war. Und dort hier haben wir nicht wirklich gut abgeschnitten, weil unsere Rosse nicht gerade die geeignetsten sind für das. Aber es war ein sehr, sehr lustiger Tag und wir haben wahrscheinlich der grösste Spass von allen gehabt, obwohl wir eigentlich so scheiße waren. Und wir sind als 5. letzte Patrouille klassiert worden, weil ja alle Patrouillen klassiert werden. Und wir haben uns wahrscheinlich fast mehr gefreut als Sieger, weil wir einfach den ganzen Tag so einen Spass gehabt und es ist uns überhaupt nicht darum gegangen, wollen, dass wir jetzt werden. Hauptsache einfach, wir werden nicht letzt. Und das sind wir nicht geworden. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, tschüss und vielleicht bis nächstes Mal.